Hallo und herzlich willkommen zum Taroskop mit Ella. Lieber Steinbock, wir sind in der dritten Woche Juni, das ist der 18. bis 24.06.2018. So, wir schauen auch diese Woche, welche Energien bei dir vorherrschen und natürlich, was von außen kommt. Weil das ist natürlich auch entscheidend für unsere Entscheidungen, für das, was wir tun und wie es uns geht. Die 10 der Erde, wow, das ist die 10 der Münzen, ja, Sicherheit, Stabilität, Erfolg in dem, was wir tun, in dem, was wir machen, die Dinge, die uns wichtig sind, Haus, Heim, wie gesagt, Finanzen etc. Sehr schön. Wir haben die Sonne, wow, gutes Gelingen, du strahlst von innen, dir geht es gut, du gehst die Dinge mit Wonne an. Ja, du hast viel Freude daran. Und wir haben die 3 des Feuers. Das ist die 3 der Stäbe. Du bist fokussiert auf ein Ziel, du hast die Welt in der Hand und triffst Entscheidungen. Sehr schön. Die 7 der Luft, das ist die 7 der Schwerter. Die 7 der Luft bzw. 7 der Schwerter ist auch so ein bisschen Kampfgeist, aber auch Kommunikation. Wahrheitsfindung, ja, Schwerter sind halt auch die Wahrheit finden. 7 ist immer ein bisschen kritisch zu sehen, das heißt auch Auseinandersetzung, das heißt Disput. Aber wie gesagt, auf einer Ebene, wo es um etwas geht, was uns wichtig ist, worüber wir sprechen wollen und sprechen müssen. Ja, kann beruflich sein, kann privat sein. Es geht darum, Dinge auch aus der Welt zu schaffen und das ist nicht immer angenehm. Ja, wir gucken mal, welche Energien von außen hinzukommen, was uns die Umwelt so bringt in dieser Woche. Und da haben wir, ja, Zerstörung, Unterbrechung. Ne? Das ist normal für die Umwelt. Es gibt vieles von außen, wo man denkt, das ist nur da, um uns von unseren Zielen, von dem, was uns wichtig ist, abzubringen. Da ist ein Herzchakra. Das heißt, da kommt Energien von außen dazu in unserem Umfeld. Aber da ist was Positives, da ist Gefühl, da ist vielleicht auch so ein bisschen auf einer Wellenlänge mit jemandem zu sein. Also das ist, wie gesagt, kommt von außen auf dich zu. Dann haben wir jemanden, der hat Herzschmerz und Verlust. Gibt es auch viele, ja. Die Frage ist, bist du dabei? Also ist das etwas, was dich bewegt, wo du mitfühlst, wo du mit, ja, Empathie empfindest? Es ist immer so die Frage, involviere ich mich da drin? Tröste ich? Stehe ich bei? Bin ich vielleicht sogar der Verursacher? Das kommt drauf an. Es ist einfach die Energie, die von außen kommt, ist jemand, der Verlust erlitten hat. Und dann haben wir eine Energie, die von außen kommt. Das ist so Bewegung, ja? Der Drang nach Bewegung, etwas zu bewegen, ja? Auch, man kann das vielleicht nicht beschreiben. Das sind die Energien, die von außen vorherrschen für dich, lieber Steinbock. Das heißt, inwieweit du dich darin involvierst, du darin verstrickt sein möchtest oder wo du vielleicht auch nur eine helfende Hand reichst, bleibt natürlich dir überlassen. Wir gucken mal weiter. Königin der Erde. Das heißt, du bist in deinem Element. Du, egal ob Mann oder Frau natürlich, du bist da und förderst das, was dir wichtig ist. Das heißt, sage ich jetzt mal Arbeit oder ein Projekt. Du bist voll dabei, du weißt, wo es hingehen soll. Das ist so der unternehmerische Gedanke dabei. Und das geht voran aufgrund dieser Einstellung für dich. Ja? Du kannst das Ganze nach vorne bringen. Deine Energie, deine Schaffenskraft wird das Ganze nach vorne bringen. Auch unabhängig davon, welche äußeren Energien da jetzt noch eine Rolle spielen. Und du hast die 4 des Feuers, das ist die 4 der Stäbe und auch dein Zuhause, dein Umfeld, ja, ist wichtig für dich, ja, und du kümmerst dich darum, du bist bei der Sache. Sehr schön. Von außen kommt triumphaler Erfolg. Da ist jemand, der einen großen Erfolg verbuchen kann, vielleicht unter deiner Mithilfe,
könnte sein. Oder jemand, der dich daran teilhaben lässt. Sehr schön. Und da gibt es finanzielle und materielle Veränderungen in der Außenwelt. Das kann bedeuten, dass sich dein Arbeitsumfeld ändert, dass vielleicht jemand aus deinem Umfeld umzieht, dass jemand im Lotto gewonnen hat. Du bekommst das mit. Ist ja auch sehr schön. Und von außen muss jemand viel Geduld aufbringen. Also jemand in deinem Umfeld muss Geduld aufbringen. Muss derjenige Geduld haben mit dir? Das ist die Frage. Wichtig ist die Zusammenarbeit, dass du siehst, welche Energien auf dich zukommen in dieser Woche, dass du damit etwas anfangen kannst, dass du damit arbeiten kannst und dass du, je nachdem, wie wichtig dir die Person, die Sache ist, dass du dann darauf anspringst, also praktisch mithilfst oder unterstützt oder tröstest, was auch immer. Oder ob du sagst, mein Projekt, meine Dinge stehen darüber. Also wenn das jetzt zum Beispiel jemand Fremdes ist, der einen Verlust erlitten hat oder so, ist das für dich was anderes, als wenn es dein Freund, deine Freundin ist? Ja, das meine ich damit. Das sollte jetzt nicht negativ rüberkommen. Dann wirst du da viel mehr Energie investieren. Und das ist halt in dieser Woche die Frage. Gucken wir mal. Du hast die 6 des Feuers. Das ist auch Erfolg. Ja, in allen Dingen so, die dir wichtig sind. Ja, du hast sehr, 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 sehr gute Karten und du hast ja auch hier den finanziellen Erfolg, der sich da auch widerspiegelt. 3 der Erde, 3 der Münzen, Zusammenarbeit, Teamwork, wir bauen eine Kathedrale. Vielleicht nicht eine Kathedrale, aber vielleicht bauen wir ein Haus zusammen. Oder wir bauen eine Familie auf, wir bauen ein Unternehmen auf, wir investieren gemeinsam in eine Aufgabe, in eine Sache und ja, du bist halt jetzt vom Erfolg verwöhnt, lieber Steinbock. Dann haben wir die 5 der Luft und das ist die 5 der Schwerter. Auch wieder Konflikt, vielleicht in dir Gedanken, vielleicht so ein bisschen Gedankenkarussell, ob das alles wirklich so machbar ist, ob das wirklich durchführbar ist. Oder auch, wenn du jemandem beistehst, wenn du jemandem zur Hand gehst, hilfst, ob dich das nicht vielleicht auch belastet. Das ist halt immer die Frage, ne? Das ist halt einfach mentale Anstrengung oder auch Sorgen. Ja, vielleicht macht dir etwas Sorge. Ja, meistens ist es unbegründet, aber eben auch nicht immer. Aber vielleicht überlegst du mal. Es könnte auch ein Konflikt mit jemandem sein, wo ihr nicht einer Meinung seid. Vielleicht derjenige, der hier momentan so ein bisschen auf Warten sich einstellen muss. Dass demjenigen das nicht schnell genug geht oder so. Wir gucken mal. Von außen, Liebe beginnt. Könnte heißen, dass jemand in Liebe zu dir entbrennt. Ja, und du hast ja auch hier Stabilität und Erfolg und so weiter. Die Entscheidung obliegt dir, ob du darin hinein investierst. Ja, du bist jetzt mehr mit anderen Dingen beschäftigt eigentlich, aber das bleibt dir natürlich offen. Das sind Entscheidungen, ja, Erwägungen, Wahlen, also wo es hingehen soll, von außen. Ja, jemand trifft eine Entscheidung oder mehrere Entscheidungen. Und da bekommt jemand auch seine Wünsche erfüllt. Also könnte bedeuten, dass in deiner Umwelt jemand vielleicht auch mit dir in eine Beziehung eintritt. Das muss nicht immer eine Liebesbeziehung sein. Das kann sowohl eine geschäftliche Beziehung sein, als familiär, als natürlich auch eine Liebesbeziehung. Ja, weil Liebe ist nicht immer nur Sex und Partnerschaft, sondern bedeutet auch Liebe zum Detail, Liebe zu einer Sache, zu dem Leben an sich oder zu einer Familie zum Beispiel. Und da kann sich auch eine enge Verbindung entwickeln. Und meistens sind die Dinge am besten, die langsam wachsen, die nicht jetzt von jetzt auf gleich Liebe auf den ersten Blick, bla bla, sondern Dinge, die sich entwickeln. Und die weiß man auch mehr zu schätzen. Ja, lieber Steinbock, du hast eine sehr gute Woche vor dir. Du hast sehr viel, was um dich auch herum passiert. Du kannst das beobachten, du kannst eingreifen, sofern das für dich in Ordnung ist, sofern du das möchtest. Musst du aber nicht.
Ja? Wir haben jetzt noch einen Heilstein oder ja, einen Heilstein, der dir helfen soll, deine Energien zu verstärken. Und da habe ich den Bergkristall gezogen. Ich lese mal vor. Lassen Sie all Ihre Gefühle zu. Das gesamte Regenbogenspektrum Ihrer Gefühle sendet Ihnen wichtige Botschaften und bietet Ihnen Orientierung. Das heißt nichts anderes als hör auf dein Bauchgefühl. Ja, lieber Steinbock, es ist auf jeden Fall eine positive Woche. Es liegt natürlich auch immer an dir selber, was du daraus machst, wie du damit umgehst, welche Dinge du entscheidest. Ja, das sind die Energien, die vorherrschen. Und du hast, wie gesagt, alle positiven Dinge, um dich zu stabilisieren, mental, finanziell und auch so im Familienbereich oder im Bereich, der dir nahe ist. Ich wünsche dir eine angenehme Woche. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und wenn du magst, sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Bis bald. Tschüss.